Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftliebe Tets. Ich bin die Nicole und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ja, ich bin heute da, um euch mein neues Abo vorzustellen. Ich habe jetzt mittlerweile dann mein drittes Abo. Ja, man muss schon besonders bekloppt sein, um drei Abos zu haben. Aber ich muss sagen, so manche Abos raubt ihr mir ja quasi leer zum Teil. Und ja, es gibt einfach Düfte, die möchte man immer haben. Und deswegen jetzt das dritte Abo. Ich habe es jetzt extra so getaktet. Also ich habe das jetzt Ende Januar bestellt. Das wird mir dann in 2 Monaten nochmal geliefert. Und in 2 Monaten stelle ich diese Abo-Bestellung dann auf 3 Monate um, dass bei mir dann quasi jeden Monat ein neues oder ein Abo eintrudelt mit der aktuellen Wifbox, die ich euch dann natürlich immer sehr gern am Ende des Monats zeige. Ja, was ist jetzt im neuen Abo? Das fragt ihr euch jetzt sicher. Es sind aktuell 10 Düfte. Ich habe die Januar-Wifbox dann noch dazu bekommen und die habt ihr ja schon gesehen, aber die gibt es ja eh nicht mehr. Von daher gesehen, ja, das Video könnt ihr euch anschauen, aber die gibt es so leider nicht mehr. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was jetzt in meinem Abo gelandet ist und fange mit dem ersten Duft an. Und zwar ist es Driftwood Bay. Das ist ein Duft aus der, wie ihr seht, Bring Back My Bar Kollektion. Nicht aus der letzten, sondern der war schon im Sommer dabei. Und ja, den gab es relativ lange mit zu bestellen im Abo. Und eine Kundin wollte den unbedingt haben. Und ich finde, das ist so ein richtiger männlicher Duft. Also so männlich frisch und ja, soll, glaube ich, ein wenig so an Meer erinnern. Und ja, für mich riecht der wie Rasierwasser, ganz einfach. Also ich weiß nicht, ich glaube, der wird das nächste Mal nicht mehr drin sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob in den nächsten 2 Monaten irgendwelche neuen Kollektionen dazukommen. Wir erfahren das ja auch immer erst 2-3 Tage vorher. Und ja, ob der nicht vielleicht gegen einen anderen ausgetauscht wird. Also da bin ich mal ziemlich sicher sogar. Man kann ja das Abo bis zu 10 Tage, bevor es versendet wird, bearbeiten. Und das finde ich ganz gut. Und ihr bekommt da auch von Sensi dann nochmal eine Erinnerungs-E-Mail, wann es denn wieder soweit ist und euer Abo versendet wird und wie lange ihr noch Zeit habt, das zu bearbeiten. Das finde ich immer ganz gut, diese Erinnerung. Weil manchmal ist dann trotzdem ein Duft dabei, der einem dann nicht so schmeckt. Ja, was habe ich noch bestellt? Den Duft Berry Best. Der ist mit drinnen, der steht aber aktuell noch auf Nachlieferung, beziehungsweise der ist schon auf dem Weg zu mir. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier in Vertretung die fast leere Packung. Das ist ja der Valentinstagsduft, wo ich euch dann gesagt habe, der hat eine bärig-parfümige Note. Also es ist ein wenig bärig-süß-parfümiger Duft. Ja, ob der jetzt weiterhin in meinem Abo bleibt, weiß ich nicht, aber er hat trotzdem was Interessantes. Ist aber jetzt nicht so bärig, wie man sich jetzt zum Beispiel Berry Fairy Tale oder so vorstellt, weil halt eben diese parfümige Note da rauskommt. Das hatte ich euch ja in meinem letzten Video gezeigt, als ich die Valentinstagsdüfte gezeigt habe. Ich glaube, das war in meinem Kunderbundes Allerlei 2, da habe ich das euch gesagt. Da habe ich auf die Beere gewartet. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich da eben dann auf Instagram genau diesen Ausschnitt genommen habe und den in schneller angehört habe und abgefilmt habe und musste da so lachen, weil ich dann so schnell gesagt habe, Beere, Beere, wo bleibt da die Beere? Genau, übrigens, wer ja öfter mal was von mir sehen möchte, der darf mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, weil da bin ich in der Regel eigentlich jeden Tag in der Story so ein bisschen unterwegs, zeige euch so ein bisschen teilweise aus dem Tagesablauf, was ich so mache, Sachen, die mit Sensi zu tun haben, Sachen, die nichts mit Sensi zu tun haben und ja, bis auf Sonntag, weil Sonntag ist mein freier Tag, seht ihr da eigentlich fast täglich was von mir, außer es kommt irgendwas dazwischen, aber so 6 Tage die Woche seht ihr da auf jeden Fall mehr von mir. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Infobox. Ja, wie gesagt, der ist jetzt drin, aber ob er drin bleibt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dann habe ich hier noch einen Duft mit ins Abo gepackt, der sicherlich drin bleiben wird, weil den mag ich so gern. Das ist
Dumbo, Zirkusparade, warte mal, irgendwann habe ich doch schon gemacht gehabt, den hier. Zirkusparade und der ist so fruchtig, samtig. Ich glaube, da ist Pfirsich und Mandarine mit drin und so ein Hauch von Vanille, glaube ich. Also der hat für mich irgendwas Samtiges, wenn man da reinriecht, dann ist das so richtig so weich und kuschelig und richtig lecker. Und da habe ich jetzt immer zwei Stück in meinem Abo, also sprich, da bekomme ich alle 3 Monate 2 Stück. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall drin bleiben wird, weil ich ihn selber schon sehr gern mag. Dann einer meiner absoluten Favoriten, ich hätte ihn jetzt gern noch aufgestockt auf 2, konnte ich aber nicht mehr, weil er nicht mehr hinzugefügt werden kann. Wenn ihr mal einen Duft habt, wo ihr dann 2 davon haben wollt und den kann man nicht mehr hinzufügen, dann kann man das nicht mehr aufstocken. Und das ist ja leider sehr, sehr schade, aber ist egal. Ich kriege alle 3 Monate eine Packung und das ist dieser Arctic Kiss. Das war ein Duft des Monats. Und ich liebe den einfach. Der ist so frisch. Und ich glaube, der hat auch einen Hauch von Vanille, war da, glaube ich, mit drin. Aber auf jeden Fall ist der mega. Ich mag den total gern in der Duftlampe. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Den muss ich auf jeden Fall gleich mal sichern. Weil wenn ich den zu den anderen Düften dazu lege, dann ist die Gefahr recht groß, dass irgendjemand vorbeikommt und sagt, oh, den will ich haben. Und dann habe ich noch 5 weitere Düfte. Und zwar sind die aus der Catching hört sich fast an wie so Schlange. Ja, aus dieser Kollektion. Und da habe ich mir jetzt mal von den 5 Düften, da hatte ich ja, glaube ich, auf Telegram auch. Also Telegram ist übrigens auch eine tolle Möglichkeit, um mir zu folgen, was jetzt Scentsy angeht, weil da findet alles irgendwie so zusammen, was ich auf allen Kanälen poste. Also die YouTube-Videos sind da hochgeladen. Dann sind da teilweise Posts oder kurze Videos, die ich bei Instagram hochgeladen habe und was ich so bei Facebook poste. Das findet alles auf meinem Telegram-Kanal statt und da seht ihr auch den Link dazu unten in der Infobox. Und ich hatte da von einer lieben Kollegin, die also ein paar Würfe zugeschickt bekommen. Die hat leider, ja, also sie hat sie gekauft gehabt und ich habe leider kein Set erwischt und wollte dann trotzdem wissen, wie sie riechen. Und ja, habe mir dann 4 Stück davon bestellt. Aber bei diesem Pillow Time bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den weiter im Abo lasse. Der hat jetzt halt irgendwie was Blumiges drin, was mir irgendwie nicht so gefällt. Ich weiß jetzt die Beschreibung nicht, da müsst ihr entweder auf Instagram in den Videos schauen oder auf Telegram, wie die Beschreibungen waren. Aber der hat irgendwas Blumiges und ich glaube, der fliegt auf jeden Fall wieder raus. Dann habe ich noch dabei den Duft Shut Eye. Also es soll so eine Schlafzimmerkollektion sein und ja, der hat was Pudriges, was leicht Pudriges, finde ich. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Duftbeschreibungen nicht. Ja, der hat irgend so eine pudrige Note, aber jetzt auch nicht ins Blumige, sondern eher so leicht parfümig, habe ich so das Gefühl. Dann habe ich noch den Duft Lights Out. Den finde ich klasse. Der riecht nach, mein Vater, der hat früher Pfeife geraucht. Das Rauchen selber hat mir nicht so gefallen, aber der Tabak hat so gut gerochen. Und der hatte so einen Vanille-Tabak. Und dieser Duft riecht original wie dieser Vanille-Tabak. Und da könnte ich mich reinlegen. Also wir hatten den Würfel schon im Schlafzimmer drin und der ist echt richtig schön angenehm. Und ja, riecht so ein bisschen wie Vanille-Tabak und er hat auf jeden Fall Erinnerungen in mir geweckt. Das haben wir ja auch oft, dass viele Düfte Erinnerungen in uns wecken. Und ja, bin auf jeden Fall schwer begeistert von dem Duft. Dann habe ich noch Snuggle Up. Das ist ein lavendeliger Duft und mein Mann, der mag den unheimlich gern. Ich höre schon jetzt, also die Düfte liegen bestimmt jetzt schon seit Donnerstag bei mir. Ich will jeden Tag dieses Video machen, damit ich es dann hochladen kann. Und jeden Tag fragt mich mein Mann, hast du jetzt endlich das Video gemacht? Hast du jetzt endlich das Video gemacht? Damit ich endlich einen Bar bekomme. Und ja, der hat sowas richtig Schönes, Lavendeliges. Also früher mochte ich Lavendel überhaupt nicht. Aber mittlerweile mag ich es echt total gern. Halt jetzt nicht so. Also unseren French Lavender, den es ja jetzt aktuell im Katalog wieder gibt, den mag ich gar nicht. Der ist mir zu
zu lavendelig. Aber wenn jetzt Lavendel irgendwo so als Duftnote mit drin ist, oder frischen Lavendel, das mag ich auch gern, ja, dann sage ich, ja, ist schon gut. Oder Lavendelöle oder sowas, das mag ich auch. Aber jetzt hat unseren French Lavender, da bin ich kein Freund davon. Ja, und der riecht einfach, der hat so eine richtig schöne, samtig weiche Lavendelnote. Und deswegen ist der gleich zweimal drin, weil mein Mann gesagt hat, den brauchen wir und den brauchen wir immer. Und ja, den brauchen wir halt einfach, wie so viele andere Düfte auch. Ja, das war jetzt mein Abo, was gekommen ist. Wie gesagt, die Whiffbox war noch mit dabei, die von Januar, da ist ein Badesalz drin, glaube ich. Und noch so ein Spray oder so. Und die habe ich jetzt auch noch hier liegen. Genau. Ja, gibt es noch was, was ich euch erzählen könnte? Ja, zum Abo. Traut euch einfach. Unser Abo ist jetzt nicht eine Sache, wo man jetzt sagt, oh, man muss das jetzt auf ein Jahr abschließen. Ihr könnt es jederzeit abändern. Also am Anfang habe ich es überhaupt nicht gemacht, aber mittlerweile liebe ich das Abo, weil einfach Düfte da drin sind, die es so nicht mehr gibt und ja, die ich einfach in mein Herz geschlossen habe. Weil ich sage ja immer so, so schön, unsere Düfte, die sind nicht irgendwie sowas dahingeklatschtes, so wie Lavendel, Orange, Blume, holzig, sondern ich finde einfach, unser Duft entwickelt sich mit der Zeit. Also wir haben ja Kopf, Herz und Basisnoten da drinnen. Es gibt Düfte, die riechen am Anfang recht stark, dann kommt die Basis des Dufts und zum Ende hin riechst du, das Herz und dann zum Ende hin riechst du halt nur noch die Basis des Dufts und ich finde, die verändern sich auch teilweise wirklich richtig schön und deswegen sage ich immer, unsere Düfte haben eine Seele. Es ist nicht nur was dahingeklatschtes, sowas wie es du überall kaufen kannst, sage ich jetzt mal, sondern es ist einfach eine Seele drin. Man spürt die Liebe oder man riecht die Liebe, die da mit reingepackt wurde. Und ja, das finde ich einfach an unseren Düften ganz besonders. Mich interessiert auch, was ihr von unseren Düften denkt, wie ihr unsere Düfte findet. Was ist euer Liebling oder was ist dein Duftliebling? Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir das unten mal in die Kommentare reinschreibst. Ich freue mich immer auf Interaktion mit euch und schaue mir eure Kommentare auch an. Und ja, es macht mir einfach Spaß. Na gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich warte noch auf die aktuellen Produkte. Da gibt es aktuell so ein paar Zoll- und Lieferschwierigkeiten. Aber ich hoffe doch, dass ich sie bald hier habe und sie euch zeigen kann. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ciao!